Ja, liebe Pikmin-Freunde, und damit kommen wir herzlich zu einem weiteren Part zu Pikmin 3. Im letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, in der Eisöhle der Verwirrung. Und auf jeden Fall machen wir direkt weiter. Wir haben auf jeden Fall schon einige Sachen hier gefarmt. Wir können auf jeden Fall ein paar von den Fels-Pikmin mal ein bisschen vermehren hier. Und da haben wir auf jeden Fall so einen Wolster wieder. Den können wir auf jeden Fall mit den gelben Pikmin auch vermehren wieder. Und drauf. Ey, der braucht so lang, um sich da zu vermehren. So, ah, da hinten ist diese komische Kapsel da. Genau, aber da ist auf jeden Fall dieser eine Gegner, den müssen wir auch noch töten. So ein Grabwicht. Und drauf. Oh, nice. So, das können wir auf jeden Fall abtransportieren da. Und dann, was machen wir? Machen wir uns rote? Ja, machen wir uns rote, oder? Hä? Ach, die buggen da wieder rum. Oh! Oh mein Gott, da greift einer an, der Gegner da. So. Diese komischen, was sind das denn für Dinger? Ey, solche Wasserläufer sind das. Objekt geborgen. Das war irgendwie so eine Pfeife oder so. Was haben wir da? Wird analysiert. Ausweichflöte. Ah, sehr geil. Ja, genau. Als ob er das gesehen hat. Ausweichflöte. Okay, jetzt können wir ausweichen. So, da können wir auf jeden Fall ein paar von den gelben Pikmin auch noch machen. So, ich versuche nochmal. Da nehmen wir auf jeden Fall einen Full Squad wieder mit auch. So, Britain hilft auf jeden Fall auch gut mit. Ah, nice. Jetzt nochmal versuchen, ob ich da jemanden hochschmeißen kann. Das ist auf jeden Fall eine coole Funktion. Ja, das ist doch gegangen. Oder können die das runterholen, die Pikmin? Nee. Ja, irgendwie geht das nicht. Komisch. Ich bilde mir ein, das konnte man wen hochwerfen. Auf jeden Fall gehen wir dann da mal weiter. Auch die Dinger sind ja auch schon gespawnt, sehe ich. Ah, hier ist das jetzt auch. Das können wir auf jeden Fall dann uns auch noch holen. Das ist auf jeden Fall auch eine wichtige Modifikation. Aber davor gehen wir auf jeden Fall mal da hinten weiter. Ah, da war auch noch eine Frucht, stimmt. Ah, die können wir auch noch abtransportieren lassen. Da können wir auf jeden Fall rein. Oh, wieder solche Feuergegner. Alle töten. Oh Gott. Drauf. Ah, oh, nice. Können wir gar nicht auch abtransportieren. Wir müssen auf die Felsen aufpassen. Auf das Feuer aufpassen hier. Mach mal ein bisschen Strom. Ja, das ist auf jeden Fall eine coole Funktion. Schön weich. Ich glaube, da war auch noch eine Frucht da oben, ja. Können wir eigentlich uns auch holen. So, wie viel brauchen wir dafür? Ja, ist ja nur Orange. So, hier könnte man umwandeln. Hier war, glaube ich, genau. Hier war so ein Mini-Boss, kann man so sagen. Auf jeden Fall sehen wir hier auch die kleinen Varianten von dem da. Und irgendwo da hinten, ah, da hinten sieht man ihn auch schon. Da rechts oben sieht man ihn dann langlaufen. Kurz hat man gesehen. Der war richtig fies. Den werden wir auf jeden Fall auch später auf jeden Fall noch angreifen. Aber das können wir aktuell auch noch nicht hin.
Was ist das hier? Raubblatt. Hier können wir auf jeden Fall durch. Könnten wir überall Pikmin wieder vermehren. Ah, hier sind die, oder? Ja. Auch alle down. Hier war schon jemand. Oh, da sind wir mit dem Captain entlang gekommen. Stimmt. Der Alf könnte nochmal kurz zurückgehen eigentlich. Obwohl, ich kann ihn niemanden werfen. Oh, das sind wieder diese komischen... Was soll denn das sein? Komm weg mit denen. Oh nein, es sind auf jeden Fall alle down. Okay, ich gehe nochmal kurz mit Alf zurück zur Drake. Ich kann nochmal ein paar Pikmin holen. Und ich glaube, es sind ein paar beim Schiff, genau. Mache ich dabei mit der Brittany hier weiter? Oder ist irgendwas? Irgendwas fliegt da. Aber da ist eine Stromquelle wieder. Schnell! Oh, jawohl. Oh mein Gott. Was ist das? So eine Riesenmotte oder so? Okay, sie ist weggeflogen. Was? Das ist der Captain. Ja, genau. Oh nein, das Signal ist vom Captain gekommen. Scheiße. Was ist das hier? Megalom, lichtempfindlich. Okay, das ist schon mal ein guter Hinweis für den nächsten Boss. Oh, da oben ist auch noch eine Frucht. Okay. Sollen wir das auch gleich abtransportieren lassen? Ich denke schon. Die müssten ja gar nicht genug sein da oben, oder? Okay, Ding ist angekommen. Ah, okay, wir haben auf jeden Fall genug. So. Ding ist noch hier. Ey, dann kann ich eigentlich mit ihm wieder zurück zur Brittany laufen. Weil ich brauche auf jeden Fall... alle hier. Wie viel hatten er jetzt dabei? Ach, nur 6. Sind, glaube ich, zu wenige. Ich muss ein paar von denen zurückgeben und ein paar von denen noch mehr mitnehmen. Ah, nice. So, dann kann ich auf jeden Fall mit Alf jetzt wieder zur Brittany gehen. So, dann können wir derweil... Sollen wir derweil da reingehen, bis der Alf dazukommt? Ich weiß jetzt nicht, wo die ganzen... Wie war es gerade, die Weintraube da ab... Okay, wir gehen einfach mal rein. Oh mein Gott, oh mein Gott! Okay, die Früchte kommen auch schon an. Was ist das hier? Megalom 2, im Licht ist man vor ihm relativ sicher. Okay. Dann sind das also diese Babys von dem, diese komischen... Das ist auf jeden Fall eine Stromquelle. Direkt mal anschließen. Oh, nice. Ah, hier könnte ich eh Pikmin auch umwandeln. Die ganzen Früchte kommen auf jeden Fall jetzt an. Hier kann ich was aufmachen. Ah, ich muss hier so eine Brücke bauen. Oh mein Gott. Hier sind auf jeden Fall wieder Lichter. Einmal alles aktivieren hier. Oh, da fliegt er die ganze Zeit herum. Okay, Ding ist hier. Der kann auch gleich mal... Ah, warte mal, die sind noch da oben. Ah, die kommen hier alle zurück. Da kommt mal alle her.
Dann kann der auch derweil in die Höhle rein. Guck mal, bin ich denn da jetzt? Ah, hier. Den werden wir sowieso auch brauchen. Ah, nice. Oh nein, er greift an. Ja, hier kommt er. Oh, er greift an. Vorsichtig, vorsichtig. Da oben ist auch wieder eine Stromquelle. Okay, da ist Alf auch mit am Start jetzt. Dann müssen wir hier einen nach oben werfen. Und auch die Pikmin hier. Oh mein Gott. So, und jetzt können wir auch den Strom hier anschließen. Nice. Oh, wir haben ihn getroffen. Oh, jetzt können wir ihn angreifen. Drauf auf ihn. Und drauf da auf die Schnauze. Oh yeah, da geht der Damage rein. Oh Gott. Oh, Vorsicht. Kommt alle her. Licht mag er gar nicht. Okay, er zieht sich auf jeden Fall noch mehr zurück. Oh, was ist jetzt los? Oh, scheiße. Schlüpfen diese Eier auch noch da. Oh mein Gott. Da oben sind auch noch ein paar Pikmin. Ja, aber sein Feld wird immer kleiner, wo er manövrieren kann. Hier ist auf jeden Fall auch schon Licht. Ja, hier ist auch eine Stromquelle. Schnell. Okay, er ist hier. Okay, er kann sich nur noch da hinten aufhalten, glaube ich. Da ist auch ein Ausgang. Okay, ich muss den. Ach, ich muss das aber machen. Schnell die Treppe bauen, schnell die Treppe bauen. Ach, trifft das nicht. Oh, er greift an. Oh, oh. Nein. Vorsicht. Kommt alle her. Er will uns einsaugen. Ah, der ist fies unterwegs. Ja, wo sind die restlichen Treppen? Wo das Ding steht. Jetzt gehen wir da weiter nach oben. Oh, was ist das? Hä, so eine Autobatterie. Oder brauchen wir 20? Da oben schließen. Oh, nice. Boah. Oh, und jetzt haben wir hier, der komplette Raum ist voller Licht. Jetzt ist er angreifbar. Wo ist er? Und drauf. Ah. Macht Damage. Okay, nice. Oh, er kann die Gegner auf jeden Fall vergiften. Oh, er fliegt weg. Bleib hier. Oh, ein paar können sich anhaften. Okay, will sich ausruhen. Das wirst du nicht tun. Okay, was macht er? Was macht er? Oh, jetzt greift er an, jetzt greift er an. Weg, 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 weg. Drauf. Oh nein, er hat ein paar Pikmin geworfen. Oh, er ist am Boden. Oh ja, drauf auf ihn. Oh Gott. Aufhalten. Bleib hier. Oh, zwei haben wir getroffen. Und das war's mit dir. Schafft das nochmal zum Angreifen? Ne, das war's mit ihm. Ja, es ist ein sehr leichter Boss. Aber er ist down. Und ist auch der Captain. Brittany, geht es Ihnen gut?
Mir ist eigentlich müffig etwas, aber das liegt nur daran, dass ich von diesem Vieh verschluckt wurde. Weil es verschluckt hat. Captain Charlie ist wieder da. Wir haben unsere Oberlichtschüssel verloren. Was? Und dann kommen wir nicht mehr zurück nach Kobay, Mann. Mein Logbucheintrag, okay. Logbuch 5. Mein Oh, der Olim hat den Schlüssel gefunden anscheinend. Klugen Lebensformen, okay. Gut zu wissen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall auch den Captain wieder dabei. Ich würde sagen, machen wir gelbe Pikmin aus dem, oder? Aus dem Boss. Da haben wir auf jeden Fall auch eine Frucht. Ach, die gehen jetzt da... Oh, ah, warte mal. Da könnte sein, dass da oben eine Abkürzung ist. Weil sonst ist hier nichts mehr. Oh, nice. Aber wir sind tatsächlich jetzt hier. Krass. Das ist ja geil. Hier drüben könnte ich halt auch noch hin. Ich gebe denen mal ein paar Pikmin rüber. Hä? Ja, der fängt alle Pikmin da. Nicht auf das Ding, auf den Gegner. Ey, der schmeißt alle in den Erde rein da. Das können wir da auch noch einsammeln. Oh, der hat da einfach alle reingeballert. Da können wir uns auch wieder ein paar Pikmin machen. Objekt geborgen. Nachricht von der Drake. Oh, das ist das, glaube ich, das, was uns diesen Dingens gibt, diesen Motivierspray, genau, Motivierbeere. Nicht genießbar. Okay. Ich sollte noch etwas davon sammeln. Ja, auf jeden Fall. So. Da drüben aber auch noch eine Frucht. Schmeiß mal den Captain auch rüber. Können mal alle hierher kommen. Warte mal, funktioniert das so? Drüben ist halt noch eine Orange. Ja, es funktioniert anscheinend. Okay. Oh, 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 oh. Oh, die sind gefährlich. Jetzt. Jawohl. Ja, die sind schon stark, die sind schon stark, die Fels-Pikmin. So, der kann da aber eigentlich gar nichts machen. Oh, es sind noch mehr solche Früchte. Kann ich dabei mit denen darüber schmeißen eigentlich? Sammeln die das auch ein jetzt? Ja. Teilweise halt. So. Jetzt sammelt das doch ein. Zum Captain zurück. Ah, die bauen da jetzt so eine Abkürzung. Okay, dann können wir das mal ausgraben. Objekt geborgen. Was haben wir jetzt wieder? Ah, jetzt haben wir das fertig. Ultramotivier-Nektar.
Als Wachmacher. Spray verwenden. Um deine Pikmin zu stärken. Okay. Ah, okay. Man kann den auch finden direkt. Okay, krass. Okay. Jetzt haben wir eine Dosis. Ich glaube, der 7 braucht der Gegner da. So. Habe ich da genug dabei? Ja. Nice. So, dann kann ich mit den beiden eigentlich auch hier zurückkommen. So, Brittany kann auch hierher kommen. Na, komm doch. Nice. So, das ist auf jeden Fall der Captain auch. Ah, der Tag ist auch fast vorbei. So, wirklich mehr können wir eh nicht mehr machen. Warte, ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall... Beenden wir diesen Tag. Verliere ich irgendwelche Pikmin? Ne, 12. Wo sind denn die? 12 Pikmin würde ich verlieren. Hä? Ach, die sind da hinten drin. Oder habe ich sonst noch irgendwo welche? Oh, scheiße. Der Alf kann da noch schnell hingehen. Charlie soll noch schnell zu denen da nach hinten laufen. Dann mache ich derweil das und hole die anderen Pikmin da noch. Hey, bewegen sich die schneller, wie man die auf Reise schickt, kann das sein? So. Und hier sind auch noch ein paar Pikmin. Ich glaube, das sind immer so ein bisschen Geschenke, glaube ich. Ah, die Frucht haben wir hier auch nicht mitgenommen, stimmt. Die können wir mal freilegen. Ja, so eine Kiwi. So, schafft er das dort noch hin? Der müsste eigentlich eh gleich dort sein. Gut, Leute, dann würde ich sagen... Okay, Alf ist dort. Alf, sage ich schon, der Charlie. Dann haben wir jetzt alle bei uns. Dann würde ich sagen, dann beenden wir auf jeden Fall auch den Tag hier. Dann sind wir hier mit der Map eigentlich auch fertig. So, was haben wir jetzt neu? Oh, alles neu. Krass. Diese Namen von den Früchten, sich das immer anhört. 10 Arten bestimmt. Früchte finden. Ah, okay. Mit so goldenen Symbolen. Boah, wir bekommen so viel. Okay, das ist... Ja, ultra gut. Okay. So, wie viel Pikmin haben wir jetzt neu bekommen? Boah, wir wachsen sehr gut, Leute. Wir wachsen sehr gut. Aber auf jeden Fall müssen wir auch ein paar Fels-Pikmin mehr vermehren. Dann haben wir auf jeden Fall den Tag Nummer 6. Captain, Sie sind wohl auf. Ja, danke meiner treuen Crew. Das ist Geisterungeheuer. Ey, manchmal überspringt das das so schnell. Den Überlichtschlüssel finden. Vergiss nicht die Nahrung. Was ist das für ein Signal? Könnte das unser Freund von Hokotate sein? Das muss Captain Olimar sein. Ah, das ist da, wo am Anfang Alf gelandet ist, auf jeden Fall, der Ort. Hier könnte auf jeden Fall anscheinend Olimar sein. Finde den Überlichtschlüssel. Und wir haben 16 Rationen. Das heißt, wir können 17 Tage überleben.
Der scheint ganz schön hier aus der Nähe zu kommen. In diesem Jahr war meine erste Landung auf diesem Planeten, genau. Oh, wirklich? Wir müssen jedenfalls das nicht gar nachgehen und Früchte sammeln. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir machen hier im nächsten Part weiter. Bleibt gespannt, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.